Mann? Ab jetzt werden wir jede Sekunde miteinander verbringen. Hey, willst du mein neues Sweatshirt sehen? Wenn du schön brav bist, bekommst du vielleicht auch so ein Sweatshirt zu Weihnachten. Oh. A Bad Moms Christmas. In Bad Moms 2 sind wir nicht nur drei gestresste Mütter, sondern auch rebellische Töchter. Du wirst für immer meine beste Freundin sein. Im Film geht es um die Beziehung der Bad Moms zu ihren Müttern. Weihnachten ist dafür ein toller Hintergrund, aber es geht eigentlich um die Mutter-Tochter-Problematik. Ist das normal, diese beste Freundin für immer Sache? Naja, wir verwenden das Wort normal hier nicht so gerne. Es ist schwer für Kiki, sich von ihrer Mutter abzugrenzen und Stopp zu sagen. Sie versucht es, ohne Erfolg. Sie war mein Abschlussballdate. Ach, du Grüne, nein. Dadurch, dass man unsere Mütter kennenlernt, versteht man, warum wir so sind, wie wir sind. Man kann sich in jeder dieser Frauen wiederfinden. Was machst du hier drin? Naja, ich wollte dir nur beim Einschlafen zusehen, wie ich es immer tue. Und dann seid ihr übereinander hergefallen, wie die Tiere. Bad Moms 2. Sie hat meinen Ständer gesehen, Kiki. Ja. Ab 9.11. im Kino. Yeah. Yeah. From Africa, no Toto. You wanna taste my coke?